6 Fachbürgermeister haben in diesem Jahr in Dresden ihr Amt angetreten und der einzige, der dabei wiedergewählt wurde, ist Detlef Sittel, zuständig für Ordnung und Sicherheit. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Herr Sittel, Sie sind ja bereits seit 2001 im Amt. Das bedeutet, das ist jetzt bereits Ihre dritte Amtszeit. Fühlen Sie sich da als alter Hase zwischen den neuen Kollegen? Wie ist das? Also alterstechnisch bin ich ja sehr froh, dass sowohl jüngere Kollegen als auch ältere Kollegen eingestiegen bin, sodass sich an der Einordnung des Alters nicht viel geändert hat. Ich fühle mich natürlich schon sehr wohl, dass ich jetzt keine Einarbeitungszeit brauche. Ich glaube, es ist eine ganz gute Kombination, dass wir eben einige eingearbeitete Kollegen sind und einige, die neu gekommen sind, weil für manche Dinge braucht man neue Ideen, aber bei vielen Dingen ist ein wenig Erfahrung natürlich nicht schädlich. Trotzdem hat sich ja auch im Zuschnitt Ihres Amtes ein bisschen was geändert. Was ist neu dazugekommen? Also Geschäftsbereiche ändern sich ja eigentlich ständig über die Jahre. Ich habe einen Rückkehrer im Geschäftsbereich, das ist das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt. Da habe ich mich insofern darüber gefreut, dass ich, wenn ich abends ein Bier trinken gehe, zu Hause immer melden kann, ich arbeite noch, weil ich kontrolliere die Qualität des Lebensmittels. Das Amt hat schon mal zu meinem Geschäftsbereich gehört nach 2001, das ist zurück. Ansonsten hat sich geändert, dass das Rechtsamt in den Geschäftsbereich von Kollegen Dr. Lammes, der auch Jurist ist, gewechselt ist. Und es steht noch aus, ein Geschäftsbereichswechsel für die städtischen Krankenhäuser, die ich ja vielleicht etwas untypisch für einen Bereich Ordnung und Sicherheit vor inzwischen 11 Jahren übernommen hatte. Ärgert Sie das, dass Sie sie abgeben müssen? Dadurch, dass Sie jetzt strukturmäßig nicht so eingeplant sind, war das schon vorauszusehen. Ich bin natürlich froh, dass ich jetzt zunächst den sehr wichtigen Prozess der weiteren strategischen Ertüchtigung und der Zusammenführung der Häuser noch begleiten kann, denn über die Jahre ist mir die Aufgabe schon sehr lieb geworden und insbesondere auch durch den Rückhalt des Veränderungsprozesses in den Personalvertretungen ist es kein konfliktträchtiger Prozess mehr, sondern ein gemeinsam gesteuerter Prozess, der für die Zukunftsfähigkeit von Bedeutung hat und ich fange ungern Sachen an und bringe sie nicht zu Ende. Insofern ist es jetzt eigentlich eine gute Entscheidung, dass ich zunächst den Prozess weiter begleiten kann. Die Krankenhäuser waren ja auch mal in schwierigem Fahrwasser, sollten privatisiert wurden, das ist dann abgewendet worden. In welchem Zustand übergeben Sie die jetzt? Wir geben jetzt zurzeit ein positives Signal ab, dass wir nach der Vorausschau für den Jahresabschluss 2015 sagen können, beide Häuser zusammen schreiben schwarze Zahlen. Das ist ein Verdienst der guten Arbeit in den Häusern, wo Personal und Geschäftsleitung sehr gut gemeinsam in den Projektumsetzungen arbeiten. Und wir müssen auch sagen, wir haben aus nicht leichten Rahmenbedingungen, die die stationäre Versorgung im deutschen Gesundheitswesen hat, doch das Beste rausgemacht. Ein großer Bereich bei Ihnen sind ja die Feuerwehren, also der Brand- und Katastrophenschutz. Was steht da im nächsten Jahr an? Was sind die Aufgaben? Also zunächst Brand- und Katastrophenschutz im Hinblick auf die Feuerwehrtätigkeit ist gerade eine Hochkonjunkturzeit, weil adventliche Schmückereien sind auch immer etwas, was uns sehr auf Trab halten im operativen Geschäft. Was für uns wichtig ist, ist im nächsten Jahr die Fertigstellung von zwei großen Bauprojekten. Das ist einerseits die Albertstadtwache, was wirklich ein Meilenstein in der Entwicklung für die Berufsfeuerwehr ist, wo wir eben das Gebäude in der Luisenstraße für die Feuerwehr aufgeben werden und aus diesem verdichteten Innenstadtbereich rausziehen, ein Stück weit in den Dresdner Norden, womit sich also auch die Abdeckung des Brandschutzes im Dresdner Norden elementar verbessern wird. Und auch der zweite Baustein findet im Dresdner Norden statt, das gemeinsame Gerätehaus für die freiwilligen Feuerwehren Hellerau und Klotzsche. Am Standort in Klotzsche wird auch in Betrieb gehen. Zwei sehr große Projekte, die auch beide mit rettungsdienstlichen Komponenten versehen werden, wo wir in Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans und des Rettungsdienstpreisplans ein gutes Stück nach vorne kommen. Wie sieht es mit Neuanschaffungen aus? Die Fahrzeugflotte, wird die aufgebaut? Wie ist das? Es ist ein ganz kontinuierlicher Prozess und ich habe erschreckend festgestellt, dass natürlich, wenn man 14 Jahre dabei ist, dass die ersten Fahrzeuge, für deren Anschaffung man verantwortlich gewesen ist, so nach und nach auch in die Jahre kommen, dass wir in Ersatzbeschaffung kommen. Deswegen haben wir einen ganz kontinuierlichen Prozess der Ersatzbeschaffung. Es ist ein wenig differenziert zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Die Laufleistung der Fahrzeuge ist bei der Berufsfeuerwehr größer, wo wir in der Regel alle 10 Jahre
die Fahrzeuge auch neu beschaffen. Es läuft kontinuierlich. Ich bin auch sehr froh, dass es uns gelungen ist, das auch in der mittelfristigen Finanzplanung auch abzubilden. Weil das ist so ein wenig eines der defizitären Probleme, das wir auf der Ebene der Stadtverwaltung insgesamt haben, dass es häufig Fachkonzepte aus den Geschäftsbereichen gibt, die aber nicht finanziell untersetzt sind. Und ein Fachkonzept ist nur dann ein sehr gutes Konzept, wenn es eben auch finanziell verankert ist. Und das ist beim Brandschutzbedarfsplan der Fall. Das gibt uns eine große Planungssicherheit und macht auch deutlich, dass die Prioritätensetzung, die Sicherheit der Bevölkerung hat nun mal Vorrang vor anderen Aufgaben. Ja. Sicherheit ist auch ein Thema, das ich nochmal ansprechen wollte. In Dresden ist ja jetzt der Wiener Platz sehr im Fokus durch diese Drogengeschichten. Die Polizei führt dort regelmäßig Razzien durch. Kann da auch die Stadt was machen oder sind da Ihnen die Hände gebunden? Also ich bin zunächst sehr dankbar, dass inzwischen, glaube ich, mit über 40 komplexen Einsätzen die Polizei, die ja auch für Strafverfolgung vorrangig zuständig ist, tätig geworden ist. Es zeigt jedes Mal wieder die Anzahl von Festnahmen, eingeleiteten Strafverfahren, dass der Bedarf da ist. Als Stadt sind wir dort auch tätig. Aber ganz genau natürlich in der Abgrenzung. Wir haben keine Strafverfolgungsbefugnisse. Wir können aber ein wenig präventiv, insbesondere bei dem Thema des subjektiven Sicherheitsgefühls, auch wirken. Und wir haben seit Ende September eine verstärkte Streifentätigkeit des gemeindlichen Vollzugsdienstes mit unserer sogenannten besonderen Einsatzgruppe, die den Wiener Platz und die Prager Straße dort bestreift. Und wir sind auch sehr froh, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit den ansässigen Händlern, federführend durch das City Management mit der City Streife, eine dritte Komponente zu bilden, die halt vorrangig natürlich die Geschäfte betreuen dort drin, aber eben auch durch uniformiertes Auftreten dafür sorgen, dass der Bürger sich nicht alleine fühlt und dass wir so in der Kette Sicherheitsgefühl bis hin zur Strafverfolgung doch recht lückenlos auch arbeiten. Hm. Haben Sie das Gefühl, dass das bringt was? Also kann man da schon von Ergebnissen sprechen? Weil es werden ja auch immer wieder bei den Razzien werden ja die Leute hochgenommen. Ne? Und auch wenn man hingeht, man sieht sie ja. Also es ist so, dass man natürlich bei dem Thema noch nicht sagen kann, dass es beseitigt ist. Wir haben eine gewisse Verdrängung auch an der einen oder anderen Stelle bemerkt, die ja nicht wirklich eine Lösung ist, aber eine Wahrnehmbarkeit an dem Punkt. Die Schwierigkeit liegt immer darin, Kriminalität entsteht nicht nur dort, wo es Täter gibt, sondern auch, wo die Nachfrage auch ist. Insofern ist auch in der Kette etwas dran und insofern sind solche Tätigkeiten wie die Drogen- und Suchtprävention im Allgemeinen, die wir haben, auch sehr wichtig, weil in dem Moment, wo ich die Nachfrage reguliere, dann hat auch das Angebot nicht mehr den Raum. Ansonsten bewirkt die Präsenz auf jeden Fall, dass wir dem Bürger sagen können, auch wenn es nicht in jedem Falle gelingt, jede einzelne Tätigkeit zu unterbinden, durch eine sehr hohe Präsenz kann jeder davon ausgehen, dass die persönliche Sicherheit der Leute auch gewährleistet ist. Okay. Ein weiteres Thema, was immer mal wieder hochkocht in Dresden, ist das Versammlungsgeschehen. Welche Möglichkeiten des Eingriffs in die Vergabe von Plätzen etc. gibt es denn von Seiten der Stadt? Wie ist das geregelt? Das Thema des Versammlungsrechts ist eines der komplexesten Themen, was wir haben, weil es zwar eine recht klare Rechtslage vom Grundgesetz und auch vom sächsischen Versammlungsgesetz gibt, alles, was aber tatsächlich stattfindet, natürlich auch mit Dingen zu tun haben, wo es neben dem reinen Versammlungsgeschehen Ereignisse rings um das Versammlungsgeschehen gehen. Mal als Beispiel, wenn am Rande einer Versammlung Autos in Brand gesetzt werden, sind das Straftaten, die durch Polizei und Staatsanwaltschaft auch verfolgt werden, die für den Bürger eine Verunsicherung, ein Bedrohungsgefühl auslösen, die man aber nicht unmittelbar den Anmeldern einer Versammlung oder einer Gegenveranstaltung auch zurechnen kann. Insofern ist bei dem Thema immer eine gewisse Wirkung zwischen Versammlungsrecht auf der einen Seite und Polizei und Strafrecht auf der anderen Seite herzustellen. Ansonsten gilt es, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit macht es ja aus, dass genau die Meinung, die nicht mehrheitsfähig ist, die nicht konsensfähig ist, gerade die ist geschützt. Um das so zu formulieren, auch zu Zeiten der sächsischen Könige war es nie verboten, vor dem Hofe langzuziehen und zu jubeln. Nur halt der Prozess wurde nicht gern gesehen. Bei dem Thema der Vergabe von Plätzen ist es so, dass grundsätzlich der Anmelder auch die Freiheit hat, den Platz selber auszuwählen. Und er wählt ihn natürlich danach aus, wo er die größte Wahrnehmbarkeit hat. Es gibt auch keine Regelung, dass wer zuerst anmeldet, auch definitiv auf einen Platz kommt, sondern die Versammlungsbehörde muss immer dann, wenn mehrere Anmeldungen vorliegen, abwägen,
wie die verschiedenen Veranstaltungen und die Wünsche der Veranstalter in Einklang miteinander gebracht werden können. Und da spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn jemand ein Konzept hat, was zwingend an einem bestimmten Ort stattfinden muss, hat es einen Vorrang vor jemandem, der seine Versammlung überall auch machen kann. Okay, ich glaube, dieses Thema bleibt Ihnen auch nächstes Jahr bestimmt erhalten. Herr Sittel, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und für diese Informationen. Sehr gerne und schöne Feiertage wünsche ich Ihnen. Alles Gute. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, und bei uns geht's jetzt gleich weiter mit unserem Jahresrückblick und den Servicemeldungen.